Wir stehen jetzt hier auf dem Pitch. Das ist das Spielfeld beim Quidditch. Neben mir steht Christina. Sie ist die Kapitänin von den Kelpies Bamberg. Das ist die Quidditch-Mannschaft hier in Bamberg. Gleich geht das Training los. Die anderen sind sich schon am Warmmachen. Ich mache da heute mit. Ich würde sagen, Outfit passt, ja. Meinen Besen habe ich auch dabei. Aber du hast gar keinen Besen. Warum nicht? Ich habe schon einen Besen. Das ist unser Besen. Wir benutzen die aus Plastik und nicht die aus Holz, weil einfach verletzungstechnisch. Wenn man auf den drauf fällt, dann verbiegt er sich und wenn er splittert, dann ist es nicht so schlimm, wie wenn Holz splittert. Und das ist einfach, aus dem Grund haben wir solche. Außerdem sind sie windschnittiger. Ich meine, die borsten Bremsen doch bestimmt. Ja, bestimmt. Vielleicht könnt ihr mir ja dann auch so einen coolen Stab geben. Dann lege ich den mal zur Seite und würde sagen, es kann eigentlich losgehen. Ich setze mir die GoPro auf. Quidditch ist eine Vollkontaktsportart, die für diejenigen, die Harry Potter kennen, schon durchaus bekannt sein sollte, weil J.K. Rowling eben in den Romanen die Zauberer diesen Sport spielen lässt. Und es haben dann in den USA 2005 Leute sich überlegt, wir sollten das eigentlich in der echten Welt auch haben und das dann dementsprechend adaptiert für diejenigen unter uns, die nicht zaubern können. Ziel des Spiels ist am Ende, mehr Punkte zu haben als die andere Mannschaft. Und man muss mit dem Quaffle, das ist der Spielball, durch die gegnerischen Ringe werfen und kriegt dafür 10 Punkte. Und damit es nicht so einfach ist, gibt es noch im Spiel 3 Klatsche. Das sind so Gummibälle, mit denen man sich abwerfen kann, wie beim Völkerball. Der Schnatz in den Romanen ist ja ein kleiner goldener Ball, der selber fliegen kann. Das gibt es in der echten Welt noch nicht. Mit dem Effekt, dass wir eine unneutrale, also eine unbeteiligte Person haben, die eine gelbe Hose anhat. Und an der Hose ist hinten mit Klettverschluss eine Socke dran, in der sich ein Tennisball befindet. Und das ist der Schnatz. Also wer es schafft, dem Schnatzläufer die Socke zu klauen mit dem Tennisball und den Schnatz fängt, der hat den Schnatz gefangen und beendet damit das Spiel. Ich muss zugeben, am Anfang war ich wirklich skeptisch, was hier auf mich zukommt. Aber jetzt nach dem Training, ich bin wirklich richtig begeistert. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Quidditch ist so ein schnelles Spiel und man muss auf so viel achten. Es war einfach super. Und jetzt habe ich mir meinen Feierabend wirklich verdient.